Es ist ein ewiges Auf und Ab in der Beziehung von Kate Merlan, 35, und ihrem Mann Jakob, 27. Immer wieder streitet sich das Paar. Doch nun scheint ihr Zoff den traurigen Höhepunkt erreicht zu haben, der 27-Jährige ist aus der gemeinsamen Wohnung gezogen. Wie Kate sich von dieser Situation ablenkt, verrät sie im Video. Kate Merlan leidet unter der Situation. Ja, wir wohnen nicht mehr zusammen. Schon länger nicht mehr und für mich ist momentan wirklich die härteste Zeit in meinem kompletten Leben, ich muss erstmal komplett versuchen klarzukommen und viele Sachen auch erstmal verarbeiten. Und das ist natürlich für mich gerade echt hart, gibt Kate ganz offen zu. Sie sieht traurig aus, als sie ihren Fans von der Nachricht berichtet. Man merkt, wie sehr ihr diese Situation zusetzt. Wie ernst der Streit zwischen den beiden ist, zeigt eine weitere Nachricht des Reality-Stars. Heute hat er auch noch Geburtstag übrigens. Seinen Geburtstag feiern wir auch nicht zusammen. Ob das die endgültige Trennung bedeutet? Jakob, ich habe nichts Verwerfliches getan. Bereits seit Monaten kommt es immer wieder zu Streitereien zwischen dem Paar. Hauptsächlich verantwortlich dafür sind Jakobs Reisen nach Mallorca mit seinen Jungs. Der erste Malle-Trip im Juni hätte sie bereits beinahe die Ehe gekostet. Doch der einstige Kicker versteht die Aufregung darüber gar nicht und versichert, ich habe nichts Verwerfliches getan. Bereits Anfang September offenbarte Kate, dass das Paar eine Pause einlegen werde. Irgendwann leidet man nur noch, gab sie als Begründung an. Dabei wollten sie ihre Ehe, die erst im Februar besiegelt wurde, nach der tränenreichen Teilnahme an Temptation Island VIP nochmal eine Chance geben. Sie legten sogar extra eine Sexpause ein. Doch scheinbar hat all das auch nicht geholfen.